What? Why? You'll be in YouTube. So, wie ihr seht, ist bei mir warm. Ich habe ein T-Shirt an, ein Hosele und ein Schleppele. Wo bin ich? Ich bin in Dubai mit dem Paul heute unterwegs. Der Pipo ist daheim geblieben, weil er keine Zeit hatte. Da habe ich gesagt, Paul, komm, diesmal machen wir das Video. Pipo bleibt daheim. In diesem Sinne, Pipo, liebe Grüße nach Deutschland. Wo wir losgefahren sind, hat es geschneit. Bei uns ist Topwetter, 24 Grad, Sonnenschein. Ich habe ein Jahr drauf gewartet, jetzt ist es soweit. Ich bin heute hier, mache unseren GT2 RS. Ja? Und der bekommt Software, Abgasanlage natürlich ohne Katz, weil die Scheiße muss raus aus dem Auspuff. Ja? Da darf keine Hitze entstehen. Ich bin sehr gespannt, was in die Ferien machen wird. Von 100 auf 200. In Deutschland hatten wir mal einen gemessen mit 5,5. Ich denke, dass der hier mindestens genauso schnell sein wird. Wobei könnte sein, dass er langsamer wird, weil wir haben natürlich schlechtere Spritqualität und andere Wetterbedingungen. So, nichtsdestotrotz will ich jetzt anfangen. Ich gehe jetzt los. So, meine Lieben, ich bin jetzt drin, alles an Bord. Wie ihr seht, wunderschönes Auto, Weißach Edition. Dieses Rot ist einfach so sexy, das ist so geil. Also ich fühle mich einfach wie im siebten Himmel in so einem Auto. Das ist mein Lieblingsauto. Es gibt für mich kein schöneres Auto wie diesen GT2 RS. Ja? Und deswegen mache ich den jetzt einfach ein bisschen schneller, dass wir so 720S und so Zeug mal ein bisschen abhängen können. Hä, Paul? Ja. Also, bis gleich, gell? Was ich euch auch noch sagen wollte, bevor wir losfahren, ja? Also ich meine, egal was für ein Auto, es gibt ja immer irgendwas, was nicht okay ist, ja? Und was mir direkt aufgefallen ist bei dem GT2 RS, also es ist alles tippitoppi, ja? Was mich jetzt persönlich ein bisschen stört, ist, dass die Sonnenblenden hier aus Leder sind. Die hätten sie auch ruhig aus Alcantara machen können, ja? Das wäre natürlich viel schöner. Aber was viel störender ist für mich jetzt, aber mit so einem Auto, wenn du Vollgas fährst, hörst du sowieso nicht, sind die Geräusche vom Sitze, Paul. Hör dir das mal an. Ja. So, das ist ja, schon brutal. Ja. Aber was soll's? Das Ding hat nachher so einen Sound, da wirst du den Scheiß eh nicht hören. So, Paul, jetzt geht's los. Hammer. Ich habe hier einen Draghi organisiert, wunderbar, da können wir die Zeit messen. Und das Gute ist, wir messen auch die Leistung, weil ich habe gesehen, die hatten hier auch einen Insoric. Das heißt, wir messen mit Insoric auf jeden Fall Serie und modifiziert. Das Haller ist dabei, wir folgen ihm. Wo tun wir das Draghi am besten hin? Am besten hier so einklemmen, zack. So, schön. Unterm roten Dach, unterm roten Teppich, gell? So, ich denke, Paul, mit dir drin, 5,5 soll der drin sein, 100, 200, oder? Ja, schätze ich auch. Schon. Sehen wir gleich. Ihr werdet sehen, das ist so ein geiler Ort, wo wir jetzt fahren gehen. Ich hoffe, da ist nicht so viel Sand auf der Straße. Auf jeden Fall, GT2 RS. In Serie schon ein hammermäßiges Auto, hammergeiler Sound schon original, also ist echt brutal. Du kannst einfach nichts besser machen für ein Serienfahrzeug. Weißt du, wenn du das jetzt so vergleichst mit einem 720S, klar ist ein McLaren 720S schneller in Original, aber ganz ehrlich, optisch gefällt mir der GT2 RS viel besser. Lass mal einen Salat die 100 auf 200 fahren. Hä? Macht er das? Hat er Bock drauf? Klar. Hey, because I speak the camera that you are with us and you will check out the blue husband. What? Why? You'll be in YouTube. Sit, he will sit with you. Meine Lieben,
Der Salah hat jetzt hier alleine mal gecheckt, 100 auf 200. Jetzt kommt er gleich zurück, dann gucken wir mal, was das Auto gemacht hat. Ich tippe mal 5-3, 5-4, sowas. Und der Salah wird auch später, wenn ich dann die Software gemacht habe, auch wieder das Ding testen, ja? Weil ihr wisst ja, Salah hat mindestens 10 Kilo weniger wie ich und das macht einiges aus. It's cold! We need to keep warm! All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah. Yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah. I'll show you what I'm worth. My hands in the dirt. From where they look when you not, a hand in your purse. Hell if you think I'm last, ey, last should be first, first. So, Salah ist jetzt gefahren, die 100 auf 200, 5,5 hat er gebraucht, das ist gut für hier. Wie ihr seht, ist schon echt fast ganz dunkel. Ich mache jetzt noch eine Messung neben Inzorik und dann fahren wir zurück in die Firma, machen die Auswertungen. Dann lassen wir heute Abend noch die Auspuffanlage installieren. Ich bereite die Software vor. Ich programmiere Getriebe und Motor und morgen geht's weiter. Also, bleibt dran. First, go ahead and go feast your eyes. Chefing up, cooking them pies. Leaving no slice, believe on a guy. Who in demand and who got supplies? You on the land, me I'm fly. Look at the miles, I be in skies. Right by my side, miss look at them thighs. Up in Dubai, you see us. Black man, black sand beaches. Yeah. Backhand if you slick speaking. Yeah. Cut off if that hand reaches. Right. Sucker, I ain't about y'all leeches. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, 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 I'ma let him. Moin, Jimmy. Hallo, Maschine. Was geht ab? Ja. Wir werden müde. Nö. Es ist ja schon 1:30, Mensch. Ne? Ja, Zeit zum Schlafen. Aber wir haben ja keine Zeit heute gehabt, um die Software zu machen für den GT2S. Deswegen mache ich das jetzt gemütlich im Hotel. Wenn mir die Augen wehtun, dann gucke ich ein bisschen raus da. Hab einen tollen Ausblick, ne? Viel Lichter. Bling, bling. Ching, ching. Wasser habe ich auch hier. Und wenn ich was brauche, habe ich hier mein Telefon. Und dann rufe ich einfach den Paul an, wenn er drüben in seinem Zimmer ist. Und sage ich, Paul, komm mal rüber, ich brauche was. Gell? So ist es. So, nur mal ein bisschen. Komm mal rüber, ich zeig mal hier ein bisschen was. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Da ist eine Siemens-Steuerung drin. Und hier habe ich jetzt praktisch maximale Füllung. Habe ich sogar dann oben runter geschrieben, dass er nicht zu viel Ladedruck macht wegen der Begrenzungen. Vom Drehmoment her habe ich dann auch auf 900 Newtonmeter. Da habe ich Lambda-Kennfelder, habe ich ein bisschen fetter gemacht gegenüber Serie. Aber 0,84 ist trotzdem nicht so fett, aber der braucht nicht mehr. Das ist ganz okay. Zündung habe ich ja hier. Stelle ich ein hier auf 26,625 Grad unter Volllast. Wird auch mit Sicherheit nachher fahren, also das ist alles kein Problem. Ein sehr interessantes Kennfeld ist gerade vom Ladedruck her, weil wenn ich ihm sagen will, wie viel Ladedruck ich fahren möchte, dann gibt es ein Kennfeld, das heißt Pressure Up Throttle, ja, das ist hier und ne, halt, das ist maximaler Ladedruck, das ist eins weiter unten. Hier ist Pressure Up Throttle, da mache ich jetzt gar nichts, da ändere ich nicht, weil ich müsste jetzt hier die Skalierung raussuchen, welche Stützstellen es sind, aber ich weiß jetzt, er wird jetzt hier diese 1,75, 1,8 bar anfahren wollen. Und viel mehr Druck will ich ja gar nicht fahren, weil zu viel ist auch nichts. Was ich auch auf jeden Fall noch gemacht habe, ist Kühlung. Ja, das heißt, meine ganzen Ansteuerungen von dem Lüfter, weil wir halt im Heißland sind, die ganzen Ansteuerungen vom Lüfter sind bearbeitet. Die Abgasklappen habe ich auch so programmiert, dass die permanent offen bleiben, sobald ich den Abgasknopf drücke. Ja, das ist hier auch sehr einfach eigentlich gemacht. Das sind hier alles die Abgasklappen. Ja. Null bedeutet komplett auf. Wenn ich jetzt hier alles auf 1 schreiben würde, dann wären die Klappen permanent zu. Ja, aber wir wollen natürlich, wenn wir Sportknopf drücken, permanent auf die Klappen. Ja, dann habe ich hier meinen Öldruck, habe ich hier ein bisschen bearbeitet. Und hier natürlich die Drehmomentbegrenzung. Ne? Ihr seht, ich habe im mittleren Bereich so 900 Newtonmeter. Obenrum falle ich wieder runter auf 850. Das wird dann nachher sauber abfahren. Wird irgendwo 1,75 bar fahren.
Und ich denke, die 100, 200 würde so machen, ja, so um die 4,8, 4,9 würde er mit Sicherheit packen. Vielleicht auch noch ein bisschen schneller, je nachdem, wie viel das Salah ist heute Abend. Dann gucken wir mal. So, Paul, hier machen wir natürlich das Getriebe auch noch mit. Bisschen mehr Kupplungsdruck geben wir. Und sonst eigentlich nicht viel. Man kann echt schön hier variieren von den Schaltzeiten. Das lassen wir aber alles original. Von den Drehzahlen bleiben wir auch original. Ich mache hier nur ein, zwei Limiter nach oben. Und dann ist das auch schon gut. Okay. So, das Getriebe des PDK habe ich ja beim Auto auch machen müssen, weil ich habe ja die Dotson Sportkupplung drin und das hatte ich das Phänomen, dass wenn ich im Komfort gefahren bin, dass er so leicht, wie wenn er einkuppelt, auskuppelt beim ganz Teillastfahren. Ne? Da habe ich mir auch die Drücke angepasst und jetzt schaltet das Ding wie Zucker. So, sind wir fertig, gehen wir gleich ins Bett, gell? In Deutschland ist ein paar Stunden zurück. Noch immer schnell noch daheim an, sagen wir den Kindern gute Nacht, dann freuen die sich. Wenn der Papa weg ist, ist halt immer so eine Sache, ne? Ein bisschen. Na dann lass schneien, wenn ich komme. Dann... Ich ja, bei mir ist dafür warm und Sonne. La, 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 la. Und weißt du, was ich noch hab? Was? Ein Haustier. Ein Haustier hast du? Ja. Was für ein Haustier? Eine kleine Spinne. Echt? Soll ich dir meine Spinne zeigen? Ja, zeig mir mal deine Spinne. Wo hast du die überhaupt? Wo hebst du die auf? Hä? In dein Zimmer. Jetzt zeig mal. Oh, ich sehe die Pia. Hast du Kamera umgedreht? Ja. Ja, aber jetzt sehe ich die Tür und nicht die Spinne. Ja, du hast du ihr Gras da auch rein, oder was? Ja. Und was gibst du ihr zum Essen? Ich geb ihr. Fliegen. Du musst für sie Fliegen fangen. Okay. Insekten und so. Sehr schön. Okay, Schatz. Der Papa geht jetzt dann schlafen, gell? Okay. Tschüss. Schlaf gut, ja? Der hat einfach aufgelegt. So, heute mal Frage-Antwort-Spiel von einer anderen Stelle. Hä? Im Wasser. So, Paul, jetzt schieß mal los. Was haben wir denn für Fragen zum GT2 RS? Der Dotzer Thomas fragt, wie hart sind die Sitze für Langstrecken, auch im Rückenbereich? Der Thomas, servus Thomas. Also, ich sag dir mal so, die Sitze sind schon hart. Ich bin jetzt zwar nicht lang mit dem Auto gefahren, aber ich habe ja einen neuen Elfer Turbo S, auch mit Carbon-Schalensitzen. Und ich muss euch sagen, meine Sitze sind bequemer, auch für längere Strecken. Beim GT2 RS merkst du schon etwas härter. Ja? Also 1000 Kilometer würde ich nicht mit dem Ding fahren. Nino Pietra will wissen, wie lange wir dafür gebraucht haben. Also wie viele Arbeitsstunden bei dem GT2 ist. Für den Umbau. Ja. Nino. Ja. Nino. Also Nino. Wir haben gebraucht einen Tag. Das heißt, wir haben Abgasanlage gewechselt, Software drauf gemacht. Sowas dauert immer im Schnitt so 1 bis 2 Tage. Wir haben jetzt einen Tag gebraucht für den GT2 RS und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wie spricht man das auf? Der Paul. Regt mich. Also der Paul, ihr müsst wissen, der Paul ist ja Russe. Vom Blut her. Er ist zwar in Deutschland aufgewachsen, aber Eltern sind Abstammung russisch. Und jetzt muss man Polen fragen, wie man das ausspricht. Achtung! Daniel Beisic. Ja, ist doch easy. Daniel, ja, aber Beisic. Du hast jetzt auch ein bisschen länger gebraucht. Ja, vielleicht spricht man das auch ein bisschen anders aus. Wer also, weiß. Erzähl, was fragt okay. Der fragt, höchste Leistung, die du jemals in einem GT2 RS gesehen hast. Gesehen hab? Ja. Selber oder von jemandem gesehen hat? Beides. Beides. Also es kam ja letztens ein Video raus mit über 900 PS irgendwie. Weiß ich nicht. Also ich selber mache die Dinger so auf 800 PS, weil sie auch lange halten muss. Und 800 PS mehr als genug in so einem Auto. Meiner Meinung nach. Ist auch fahrbar. Ja. Wie
Vieh Deluxe fragt, machst du dir noch Gedanken um den Wert des Autos, mit dem du fährst? Also, Vieh Deluxe, ich sag dir mal was. Es ist egal, welches Auto zu mir kommt. Ja, egal, ob es ein Golf 7, Golf 8 oder irgendwas top-luxuriöses ist. Der Kunde, der das Auto fährt, hat meistens sehr lange dafür gespart, beziehungsweise ich sehe das auch gewohnt. Das heißt, jedes Auto, was zu mir kommt, ist mir sehr wichtig. Und ich passe auf alle Autos auf. Genau, Only One MCS fragt. Only One MCS fragt was? Genau, Vergleich mit dem 27S wäre geil. Kannst du irgendwie einen Vergleich machen mit dem 27S jetzt? Punkt 1, diese Autos kannst du nicht vergleichen. 27S ist ein Hypercar und der GT2 RS ist ein Supercar, sagen wir mal, mit Sammlerstatus. 27S wird nie so viel Geld wert sein oder nie so viel Geld kosten wie ein GT2 RS. Optisch muss ich euch sagen, finde ich selber den GT2 RS viel besser wie 27, aber von der Leistung ist halt, wenn der 27S gemacht ist, natürlich deutlich schneller wie so ein GT2 RS. Aber wenn ich wählen müsste, eindeutig GT2 RS. Der Lenny WNRS fragt, ob die Bude quer geht. Lenny, ob die Bude quer geht, siehst du jetzt? So, meine Freunde, wir sind jetzt wieder hier. Wir warten auf den Salah. Der müsste gleich hier sein, weil der hat ein bisschen verschlafen. Ihr habt gesehen, ich habe die Software schön vorbereitet bei mir im Hotelzimmer gestern Abend. So, Salah ist da, guck, da kommt er. Er ist eingetroffen. Salah wird jetzt wieder testen, die 100 auf 200. Dann gucken wir mal, dann kann ich euch ungefähr sagen, wie viel Leistung das Auto hat, weil das in Zeug ist kaputt, es funktioniert leider nicht. Aber wir sind ja jetzt so weit schon mit den Messungen, dass wir anhand von der Zeit ungefähr sagen können, wie viel Leistung das Auto hat. Mit 1,7 bar 27 Grad Zündung sollte der auch so um die 800 PS machen. Wie gesagt, mir macht Spaß zum Fahren. Immer noch mein Traumauto. Ja, nichts Schöneres. So, guten Morgen. How are you? What's good? How is it? The car is ready for you. Yeah? You can test. Atacame. Dann. Yalla, enjoy. Sekunden, original war 5,5, das heißt, wir sind fast eine Sekunde schneller mit Software, Abgasanlage und Cut raus. Viel schneller wollen wir hier gar nicht sein, das Ding muss lange halten, weil ihr wisst selber, die haben zwar hier genug Öl, aber der Sprit ist halt von der Qualität her echt viel, viel schlechter wie in Deutschland. Und ich denke, dass mit dem Setup in Deutschland das Auto auch so die 4,5 Sekunden machen würde ohne Probleme. Und ja, das war's dann. Ich wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns nächste Mal. Wahrscheinlich wieder aus Deutschland, weil da haben wir jetzt auch einen 992 Turbo S zum Drehen. Ja. Aber jetzt ist zwar noch ein bisschen Corona, aber wir werden gucken mit dem Paul, dass wir jetzt ab und zu trotzdem hierher fliegen nach Dubai und ein, zwei Videos für euch machen. Ihr könnt gerne mal kommentieren, was für Auto euch mal interessiert. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Also, ich wünsche euch was.